heute und hier. Zur Bo Düsseldorf 2009 startet für uns offiziell das Projekt Ostseeumsegelung 2010 im 20. Jahr der deutschen Einheit. In den vergangenen Monaten waren wir bemüht, das Projekt auf die Füße zu stellen, mit erfahrenen Seglern zu reden, konstruktiv zu streiten und bei Skeptikern Überzeugungsarbeit zu leisten. Kurz, es ist geschafft. Stefanie Schubert und ich, Carsten Fuchs, haben uns in den Kopf gesetzt, für ein halbes Jahr Landleben, Familie und Freunde hinter uns zu lassen, die Ostsee zu umsegeln und darüber zu berichten. Die Vorbereitung für unser Projekt 2010 beginnen somit heute und hier. Das erste Mal nicht nur als Besucher startet unser Messerundgang. Wir haben feste Termine mit Ausrüstern, Seekartenherstellern und unserer Charterfirma. Björn Kösling, Geschäftsführer von Erste Klasse Yachten, steht beratend zur Seite, um die Frage aller Fragen zu klären, welche Yacht ist die richtige für den Tern. Zeit dafür bleibt bis Anfang Mai, soll Yacht- und Übertragungstechnik einem ersten Testlauf unterzogen werden. Die Liste, die es gilt abgearbeitet zu werden, ist lang genug. Es geht weiter. Vorbei an Schiffsausrüstern, Herstellern für elektronische Seekarten, Radaranlagen und Tauwerk. Aber ein Anlegermanöver an diesem Stand ist nicht geplant. Eindrucksvoll ist die Sicht von einer Empore in Halle 17, der Halle für Segeljachten. Von hier lässt sich erahnen, wie die kleinen und großen Träume aus der Nähe betrachtet aussehen werden. Ein Blick. Klar ist, jede Yacht trägt ein unsichtbares Schild, auf dem steht: Kauf mich. Ihr eigentliches Element noch nie gesehen, stehen sie aneinandergereiht, ob aus Glasfaser oder Aluminium, alle sind auf Hochglanz poliert und ins rechte Licht gerückt. So bleibt zu hoffen, dass der neue Eigner dieser Yacht sein stolzes Schiff nie auf Sand setzt. Das meiste auf unserer Liste ist abgehakt und ob es wirklich dieser Außenborder fürs Dinghy sein muss, wollen wir heute nicht mehr klären. Nach letzten Stöbern in Sachen Bekleidung geht's zufrieden und auch um einige Euros ärmer Richtung Ausgang. Messe beendet. Sicher ist, wir kommen wieder und nicht nur im nächsten Film. Den gibt's Mitte Mai und bis dahin bringt es ein Shandycore aus Flandern auf den Punkt. Es